Ein herrlicher Sommertag ist heute, deshalb gehe ich gleich sofort ins Schwimmbad. Richtig, zack, im Schwimmbad riecht es da teilweise schon mal so ein bisschen nach Chlor, also der typische Schwimmbadgeruch eben. Aber wusstet ihr, dass es im Schwimmbad erst dann nach Chlor riecht, wenn da jemand reingepinkelt hat? Oder wenn Schweiß ins Wasser kommt? Chlor ist im Schwimmbad, das ist gegen Bakterien, damit die Badegäste nicht krank werden. Und eigentlich riecht Chlor nach gar nichts, erst wenn da jemand, naja, ihr wisst schon. Tja, und da es ja teilweise im Schwimmbad oder im Freibad doch ganz schön stark nach Chlor riecht, könnt ihr euch selber ausrechnen, wer da alles schon reingemacht hat. Naja, ich gehe jetzt trotzdem ins Schwimmbad, wobei einfach nur so auf der Wiese liegen, das ist ja auch schön.